Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum zweiten Teil des Webinars Wasservermahlbare Ölfarben oder wassermixbare, ja, sowas in der Art. Und dadurch, dass das Ganze natürlich Englisch ist, ist man immer dann irgendwie verwirrt und natürlich auch diese Begrifflichkeit. Gebt mir einfach einen Daumen hoch, ob das in Ordnung ist. Ich habe jetzt irgendwie den Stream da rechts. Also das heißt, ihr müsst mich entschuldigen, wenn ich dann immer mal ein bisschen wechsle, weil ihr, wie ihr auch vielleicht sehen könnt diejenigen unter euch, die eben schon beim Gouache-Webinar dabei waren, ist es so, dass ich ein bisschen umgebaut habe. Denn ich werde jetzt auch das Setup ein bisschen anders machen, weil es hat mich jetzt schon die längste Zeit irritiert beim Gouache-Webinar, dass ich immer auf den Tisch gemalt habe, was eigentlich relativ problematisch ist. Es ist auch so, dass ich das natürlich immer wieder sehe, auch in den sozialen Medien, dass die Leute natürlich eine Kamera oben anbringen und dann runterfilmen, was natürlich praktisch ist. Aber beim Malen, bei der Gouache-Farbe ist es nicht ganz so schlimm, weil die natürlich trocknet, aber jetzt hier bei der Ölfarbe ist es so, man kann einfach die Hand nicht aufstützen. Ja, ich schau mal kurz. Alles super, wunderbar. Alles gut, alles gut. Ihr hört mich gut, weil ich habe eben alles irgendwie anders gemacht. Oder nicht alles, aber ich habe einiges anders gemacht und ich hoffe, dass es technisch ganz gut funktionieren wird. Ich schaue mal kurz in den Chat. Ja, Daumen hoch, Daumen hoch. Passt alles. Super, ich danke euch recht herzlich. Ich sehe natürlich auch wieder im Stream, dass da, besser gesagt, im Chat sehe ich natürlich, wie es da schon rege zugeht. Und das ist natürlich auch wiederum am Anfang, wie immer, mein großes Dankeschön an euch. Denn es ist echt der Hammer, wie viel Unterstützung ich bekomme und wie viel positive Rückmeldung, wie ihr teilt, liked, kommentiert. Und das ist auch die Bitte an euch natürlich, dass es ganz wunderbar ist, wenn ihr das tut, weil das natürlich dann auch meinen Kanal weiterbringt. Das Ganze hat eine größere Reichweite und je mehr Leute das sehen, desto besser ist es natürlich. Für mich ist es natürlich auch so, für diejenigen, die jetzt auch eingestiegen sind, weil sie jetzt vielleicht die Ölmalerei, besser gesagt die wasservermalbaren Ölfarben attraktiver sind, ist es so, dass dieses Webinar erstmal grundsätzlich kostenlos ist. Wenn ihr aber der Meinung seid, dass meine Arbeit euch was wert ist, habt ihr natürlich die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Unten in der Videobeschreibung gibt es eben den PayPal-Link und da freue ich mich natürlich sehr darüber, eben auch in dem Sinne. Oder besser gesagt, auch danke ich allen Leuten, die mich bis jetzt auch die ganze Zeit immer wieder auch unterstützen und verfolgen. Und ja, also da ist es einfach auch eine Sache, dass das einfach echt auch so gut funktioniert, dass ich das auch nicht ändern möchte. Also das heißt, das Konzept ist eben so, dass wer kann was geben, wer nicht, braucht nicht. Und was ich aber dafür dann euch bitten möchte, ist, dass ihr eben dann ganz rege teilt, kommentiert und vielleicht dann auch das Leuten weitersagt, für die es auch relevant sein könnte. Ich schaue nochmal kurz im Chat, weil es ist nämlich auch schon eine Frage aufgekommen, dass ich glaube, irgendjemand hat oben geschrieben gehabt, dass eine Frage war, ob man die wasservermalbaren Ölfarben mit. Ja, genau, der Che Guevara, genau. Che Guevara, genau. Die kann man mit normalen Ölfarben mischen. Wenn man aber diese Wasservermalbarkeit behalten möchte, sollte man zwei Drittel wasservermalbare Ölfarbe und ein Drittel normale Ölfarbe haben. Ansonsten funktioniert es auch nicht besonders gut. Ich werde im Laufe dieses Webinars dann natürlich auch unterschiedliche Ansätze vorstellen und mein persönlicher Ansatz ist nicht unbedingt so sehr diese Farbe, weil mir sind die Farbsysteme mehr oder minder egal. Also ich benutze die Farbsysteme immer so, wie ich sie brauche. Also das heißt, ob ich jetzt Aquarell mal, Gouache, Öl, Pastell, was auch immer, ist es einfach so, dass ich in der Regel gleich vorgehe. Und was ich machen möchte eben mit euch ist, dass ich einerseits natürlich selber die wasservermalbare Ölfarbe ausprobiere. Und andererseits ist es so, dass es auch dazu noch so ist, dass ich mit euch eigentlich auch einen Ölmalerei-Grundkurs mache. Also das ist nicht so sehr, dass ich mich jetzt in irgendwelche Malmittel reinbohre und das so technisch mache, sondern
Ich baue das jetzt auch so auf, dass es für euch so ist, dass ich auch einen relativ logischen, stringenten Aufbau habe. Also das heißt, ich fange jetzt wirklich auch wieder ein bisschen bei Adam und Eva an oder besser gesagt bei etwas, was ich als sehr wichtig erachte. Und das führt mich dann auch zu einer anderen Sache, nämlich, dass ich in der Regel eben keine Tricks euch zeigen werde und aber auch keine Abkürzungen. Also das heißt, wenn ihr wirklich ernsthaft irgendwo hinkommen wollt, dann geht es zu üben. Üben, üben, üben. Denn nur über das Tun habt ihr die Möglichkeit, eben weiterzukommen und euch zu verbessern. Und dementsprechend ist es eben so, dass ich euch jetzt nicht wieder Bob Ross zeige, wie man jetzt mit einem Fächerpinsel irgendwelche Tannen malt oder wie man mit einer Malspachtel dann diese Berge macht, sondern ich zeige euch Grundlegendes. Und das Grundlegende, das wir heute machen werden, das ist eine reduzierte Palette. Und ich habe das früher relativ intensiv gemacht. Also das heißt, ich habe immer Atelierunterricht gegeben, also den habe ich immer noch. Und da war das so, wenn jemand neu zu mir kam, ich weiß nicht, warum ich es jetzt nicht mehr mache oder warum ich eigentlich auch so weich geworden bin mit meinen Schülern. Denn ich habe die Leute mindestens jahrelang mit dieser Palette malen lassen, die ich euch heute vorstellen werde. Die Palette besteht aus Titanweiß, Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Und da ist es eben so, dass diese Palette zwei große Vorteile hat. Das heißt, als allererstes, und das ist für die gegenständliche Malerei eine der wichtigsten Sachen, nämlich man lernt Tonwerte zu malen. Das heißt, der Start ist erst einmal mit dieser Palette, und das werde ich jetzt auch heute auslassen, aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, dass ich dann die Leute oft erst einmal aus dem Blau und aus dem Ultramarin, also aus dem Ultramarinblau und aus dem Sienna gebrannt, einen sehr dunklen Ton habe mischen lassen, und der sollte dann auch so gemischt sein, dass diese Farbe mehr oder minder ungefähr sich in der Mitte aufhält. Also das heißt, dass dann, wenn man Weiß dazu mischt zu dieser Farbe, diese Farbe nicht zu sehr zum Blauen, aber auch nicht zu sehr zum Braun-Orangen kippt. Und diese Farbkombination von Ultramarinblau und Sienna gebrannt ist ein Komplementärkontrast, weil dieses Sienna gebrannt ein vermindertes Orange ist. Und dadurch, dass es ein braunes Orange ist, hat man auch den Vorteil, dass man sehr gut zu ganz wunderbaren Grautönen kommt, die man auch ziemlich neutral ansiedeln kann. Also das heißt, dass man wirklich dahin kommen kann, den Grauton so in der Mitte aufhalten zu lassen. Und der zweite Schritt ist dann, und das werden wir heute machen, also das Sozialpädagogen, wir, kann ich mal sparen, also das werde ich heute machen, nämlich ich werde mit Kalt-Warm spielen. Und das ist auf jeden Fall so. Ich habe jetzt gerade im Chat gelesen, der bayerische Bob Ross, also bayerisch, also ich muss euch leider enttäuschen, ich bin Franke, ne? Franke aus Bayreuth, ne? Also und für diejenigen, die die Szene kennen, die wissen, dass Franken und Bayern, ne? In diesem Sinne, der Wodka Tonic ist wieder dabei. Und jetzt ist es so, ich habe nämlich eben auch ein paar Tests gemacht schon mit der Farbe, und ich werde bestimmte Dinge auch ausprobieren. Ich werde verschiedene Malmittel probieren und auch dann euch von meinen Erkenntnissen oder besser gesagt an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen. Also euch an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen. Das klingt grammatikalisch sogar noch ein bisschen besser. Denn mir war das so, dass ich jetzt diese Malmittel gekauft habe und die Malmittel waren super, super fett. Das heißt, die Farbe ist nicht getrocknet und die Konsistenz war einfach auch zu schmierig. Und dementsprechend habe ich heute was Neues ausprobiert, nämlich Muttermilch. Nein, in dem Fall ist es so, dass ich dieses Painting Medium, dieses Water Mixable, das habe ich hier, dieses Water Mixable Painting Medium, das habe ich mit Wasser verdünnt. Also das heißt, ich habe hier dieses Malmittel rein und dadurch, dass es dann eine Emulsion wird, wird die dann weiß. Ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt auf die Farben auswirken wird. Ihr werdet es sehen. Grundsätzlich ist es auch immer so, dass ich tendenziell auch sagen würde, weil die Frage ja immer wieder kommt, Fett auf Mager und diese ganzen Geschichten. Ist es so, dass ich sagen würde, Malmittel verwende ich nur so weit, wie ich die Farbe verändern möchte. Also das heißt, in der Regel ist es so, dass die Farbe, wenn sie aus der Tube kommt, grundsätzlich eigentlich eine gute Konsistenz hat. Und die Dicke der Farbe, die verändere ich
über den Auftrag. Also das heißt, ich kann die Farbe relativ dünn auftragen und dann immer mehr steigern. Das heißt, dafür brauche ich zum Beispiel bei der Ölfarbe kein Malmittel. Und dementsprechend werde ich eben auf solche Sachen dann auch zu sprechen kommen. Ich werde während des Malens dann auch immer wieder über diese Dinge sprechen. Ich werde immer wieder mal Pause machen. Das habe ich mir jetzt in den letzten Wochen angewöhnt für den Chat. Also das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die im Chat stellen. Und wie gesagt, habe ich auch schon mal beim Stream gesagt, wenn ihr eine Frage an mich habt, dann kennzeichnet die damit, dass ihr mich mit einem Ad markiert. Weil dann sehe ich sofort Ad Stefan, dann weiß ich, dass das jetzt eine Frage ist und nicht eure normalen Befindlichkeiten. Also das ist so, dann kann ich das ein bisschen besser aussortieren, weil der Chat natürlich dann irgendwann mal durchrauscht und somit gehen mir natürlich dann diese Fragen abhanden, weil ich nicht immer alles lesen kann. In diesem Sinne werdet ihr sehen, ich habe jetzt auch das Ganze jetzt irgendwie unterschiedlich aufgebaut, wo ihr dann auch mich seht, die Palette seht und dann auch das Bild mit der Vorlage. Und ich habe das jetzt auch so gemacht, dass ich die Vorlage nicht mehr einblende, weil da immer das Problem war, dass natürlich diese Vorlage am Rechner völlig anders ausgeschaut hat als meine ausgedruckte, mit der ich arbeite. Und gut, dann würde ich sagen, dann schalte ich mal um. Und wie gesagt, ich bin immer noch da zu haben und hier haben wir das Motiv und es ist dann schon aufgepoppt. Hier seht ihr die Palette und ich muss jetzt mal das Skript weglegen. Das Skript. Ich habe eben diese Farben hier. Also das heißt, ich habe hier das Titanweiß von Cobra. Das ist hier das Burnt Sienna von Artisan. Und das hier ist der hintere Strang, das ist das French Ultramarine von Winsor & Newton. Und das hier ist das Ultramarine von Cobra. Und da seht ihr natürlich schon auch mal wieder ganz wunderbar, wie unterschiedlich die Farben dann auch daherkommen. Ich habe keine Ahnung, wie ihr die Mischungen sehen könnt. Das ist dann auch so diese Geschichte. Werden wir mal probieren. Also das heißt, ich möchte euch auch bitten, dass ihr mir vielleicht eben auch Rückmeldung gibt für Verbesserungsvorschläge, wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass ihr was nicht gescheit gesehen habt oder dass irgendwas ein bisschen ungünstig ist. Aber für mich ist natürlich der große Vorteil, dass ich natürlich jetzt hergehe und mein Bild so vor mir habe. Also das heißt, ich habe jetzt hier, Jack, kann ich das jetzt malen und da seht ihr, die Kamera ist tschuk, 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 da, ne? Und da ist es jetzt auch wieder so. Also ich fange jetzt einfach auch mal an. Ich werde jetzt das Ganze nett zeichnen und ich werde mich da jetzt auch gar nicht verstrudeln mit einer präzisen Zeichnung, sondern ich werde auch das wieder mal machen. Aber ich habe das auch bei dem Gouache-Stream gemacht, dass ich jetzt auch nicht so hundertprozentig super duper begeistert bin, immer die Medien zu wechseln innerhalb eines Bildes. Also das ist ja dann immer das Gute daran, dass die Leute dann sagen, es ist Mixed Media und so. Ihr seht hier, das Malmittel ist ganz milchig geworden. Also ist ganz, ganz eigenartig. Also ich werde mal schauen. Das heißt, das Malmittel ist in dem Fall dieses Painting Medium von Talens. Und jetzt ist es eben so, dass natürlich die Problematik bei Wasser, also wenn ich das jetzt nur mit Wasser verdünne, die Farbe, dann habe ich natürlich das Problem, dass die Konsistenz auf meiner Oberfläche ganz, ganz komisch wird. Und es wird auch so komisch klebrig dann. Und das versuche ich jetzt ein bisschen zu kompensieren, indem ich jetzt hier dieses Malmittel, das mir grundsätzlich ein bisschen zu dick war, einfach runter verdünnt habe. Ne? So. So, also eine reduzierte Palette finde ich echt spannend. Also es ist wirklich auch so diese Palette. Und da wäre ich auch noch mal in dem Farbmischvideo drauf eingehen. Der Vorteil zum Beispiel von einer Palette aus Komplementärfarben ist eben, dass ihr im Grunde alle drei Farben habt. Also das heißt, ich habe jetzt hier Blau und jetzt dadurch, dass das jetzt ein Orange ist, ist es so, dass das Orange bedeutet Gelb und Rot zusammengemischt. Also das heißt, ich habe Blau, Gelb und Rot. Das heißt, jede Komplementärfarbenkombination, auch wenn es nur zwei Farben an der Palette sind, also das heißt, ich mache ein Bild Rot, Grün und Weiß. Ist einfach so, dass dann immer alle drei Farben drin sind. Denn im Grün ist nämlich Blau und Gelb. Und diese Sache, wenn man mal überrissen hat, das hilft ungemein.
Ja, also das ist so, das schaut im, also weil die Angelika sagt, das eine Ultramarin schaut wie Indigo aus. Das kann sein, das ist jetzt eine, das ist da jetzt ein bisschen im Schatten und da kann man es nicht genau so gut sehen. Und was ich in der Regel auch mache, das ist, ich kann jetzt zum Beispiel hergehen und kann jetzt, das ist natürlich interessant mit dem Weiß, ne? Ihr seht, es verändert die Farbe schon relativ brutal. Interessante Sache. Und jetzt ist es aber auch so, was ich grundsätzlich mache, ist, dass ich jetzt hier hergehe und einen Ton mir mische, relativ verdünnt, einen Ton mir mische, der ein bisschen dunkler ist als mein Untergrund. Und meine Vorgehensweise ist dann nämlich so, dass ich hergehe und mache eine Zeichnung durch. Und wie wenn ich jetzt Bleistift zeichnen würde, ist es eben so, dass ich dann mit einem Ton, der einfach einen Tonwert dunkler ist als mein Untergrund, die ganze Zeichnung mache und gar nicht groß aufpassen muss. Ich kann dann einfach drauf losfetzen. Und dann mache ich das, wie wenn ich jetzt mit Bleistift zeichnen würde, dass ich eben leicht aufdrücke und dann immer, immer stärker aufdrücke und so. Die Ursula fragt, was bewirkt dieses Malmittel? In dem Fall ist dieses Malmittel eben Öl. Das ist hier Öl und das würde jetzt auch vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber ich fange jetzt mal an, um das Ganze mal zu starten. Dieses Malmittel ist so, dass wenn ich jetzt, und das passiert mit jeder Farbe, wenn ich das Lösungsmittel nehme, also bei Gouachefarbe Wasser, bei Acrylfarbe Wasser, bei Ölfarbe Terpentin oder hier jetzt zum Beispiel auch wieder Wasser, dann habe ich das Problem, dass ich die Farbe auseinanderziehe und Bindung verliere. Das ist eigentlich so das größte Problem an der ganzen Sache. Und dementsprechend ist es eben so, dass ich, wenn ich jetzt hier ein Malmittel nehme, das jetzt sehr fett ist, dann schaffe ich natürlich viel Bindung. Es wird aber manchmal zu fett. Also bei meinen normalen Ölfarben nehme ich das auch so, dass ich einen Teil Leinöl und einen Teil Cheysoe nehme, Lösungsmittel. Und hier ist es eben so, dass ich muss mich kurz konzentrieren, dass ich dann wenn ich das jetzt mit Wasser auseinanderziehe, habe ich trotzdem hier in dem Malmittel ein bisschen an Öl, das dann die Bindung schafft. Und das Coole daran ist eigentlich auch, dass man bei dieser Vorgehensweise, das ist so, dass ich da ein bisschen Kriegsi-Kraxi machen kann. Also ein paar haben es auch schon erkannt. Das ist der gute alte Karl Marx. Schau ich das an. Und ich schaue da nochmal. Ja. Und jetzt merkt er schon, was dann da passiert. Das ist, je mehr ich Linien mache, desto verwirrender ist natürlich auch meine Zeichnung. Und ich versuche dann auch immer wieder diesen Farbton anzumischen. Also ich gebe da auch jetzt ein bisschen Weiß rein. Wichtig ist aber, dass diese Farbe ziemlich verdünnt ist, ne? Das ist auch so die Geschichte. Also das heißt, ich habe jetzt dann das hier. Ihr seht es, der Abstand zu dem Abstand, zu dem Abstand. Das heißt, ich werde jetzt dann immer mehr diese Flächen verändern. Das heißt, ich bin da ein bisschen zu fett geworden. Da ist dann das, da ist dann die Nase, da habe ich das hier. Und das ist wirklich auch so, dass mir das, wie soll ich sagen? Ich gehe da relativ spielerisch damit vor. Jetzt auch in dem Sinne, dass ich einfach mal den Pinsel laufen lasse. Das ist eigentlich das Entscheidende an der ganzen Sache, ne? Also das heißt, auch wenn ich jetzt das Podest nicht draufkriege, also ich kann es jetzt nochmal ändern, aber
Mir geht es jetzt eigentlich hauptsächlich um die Büste und um dieses Kalt-Warm. Und natürlich auch so, da dieser Schatten. Ich kann das schon. Und auch so für diejenigen, die fragen. Ah ja, genau. Danke für die Frage. Die Angelika fragt, welchen Maluntergrund ich habe. Ich habe hier eine Graupappe, die ich mit grauer Acrylfarbe grundiert habe. Das heißt, die habe ich zweimal grundiert, diese Graupappe. No. Und ihr seht, das ist halt so, es passiert dann natürlich das, dass ich mich echt irgendwann nimmer auskenne. Merkt ihr schon, ne? Also. Und was ich dann mache, ist, dass ich diese Farbe dunkler nehme. Das heißt, ich gehe jetzt einfach einen Tick dunkler. Wiederum, damit ich, und da ist es aber so, dass diese Vorzeichnung hier, ist wichtig, dass diese Vorzeichnung grundsätzlich ziemlich dünn ist, weil ich die dann auch übermalen werde. So, und jetzt ist es so, jetzt gehe ich ein bisschen kontrollierter vor, das heißt, ich muss mir aus diesen Linien, muss ich mir aussuchen, welche stimmt. Also ich nehme jetzt mal die hier. Na? Dann habe ich das, dann habe ich das. Ist das, dann ist das. Dann habe ich das hier. Ich habe das hier. Seht ihr es? Sobald ich einfach ein bisschen dunkler werde, ist es so, dass ich die Farbe, also besser gesagt, dass diese Linien, die ich drauf mache, dass ich die wieder sehen kann. Das ist zum Beispiel da das Auge ein bisschen zu weit hoch. Aber die Details, die sind jetzt noch nicht wirklich so super relevant für mich. Mache ich das. Und jetzt zum Beispiel auch der Klassiker, zum Beispiel, na, Nase zu kurz oder zu lang, bedeutet eigentlich am besten, es ist so, ich habe jetzt das hier, na, dann habe ich den Abstand. Dann habe ich den Abstand. Dann habe ich den Abstand. Na, und dann habe ich den Abstand. Und der da und das hier. Das heißt, ich kann über diese Abstände mich runtermessen zu dem hier, zu dem da. Und das bedeutet auch natürlich hier diese, das heißt, der Nasenflügel ist dann da und jetzt habe ich das hier. Na? Und so zeichne ich mich durch das ganze Bild durch. Ne? Das heißt, ich habe jetzt hier, da wäre jetzt eigentlich auch so. Da bin ich zu weit drüben. Da ist dann das. Und dann habe ich das hier. Da hier das hier. Dann habe ich das hier. Da ist dann diese Dunkelheit. Ich habe dann diese Dunkelheit. Das heißt, ich kann die einfach mal antuschen. Ist aber jetzt gar nicht mehr wirklich so entscheidend. Wichtig ist auch, dass diese Farbe dünn ist. Das ist wirklich wichtig, weil ich die aber wirklich, diese hier, ne, die werde ich auch dunkel übermalen. Und jetzt heißt, da ist auch ein bisschen weiß drin und dementsprechend wird es so sein, dass ich da schaue, dass diese Farbe eben nicht ganz so dick ist, damit diese Farbe, die ich dann später drauf malen werde, nicht zu arg kontaminiert wird von meiner Zeichnung. Ne? Ja, die Frage mit der, ist ja das Gift auch lieber, wenn ich. Okay, ich bin jetzt gar nicht so. Wie kann man verhindern, dass sich die Graupappe durch das Grundieren nicht verformt? Links und rechts grundieren, das ist, glaube ich, schon im Chat angesprochen worden. Das heißt, es ist total wichtig, dass ihr vorne und hinten, und das passiert auch bei Holzplatten. Das heißt, Holzplatten, da ist es auch so, dass. Dass ihr. Also, das heißt, da bin ich zu hoch, ne?
dass ihr die links und rechts grundieren müsst, damit es funktioniert. So. So, da. Und jetzt geht's weiter. Und das Gute an dieser Vorgehensweise ist, dass ich mich durch das ganze Bild durchzeichne. Das heißt, ihr seht es, das da oben, die Stirn zum Beispiel, die ist relativ pauschal gemacht. Aber jetzt, wo ich dann nochmal nachgreife, na, das ist dann so, habe ich die Möglichkeit eben, das heißt, ich habe jetzt hier diese Formen beachte ich, also wo auch die Tonwerte sich unterscheiden, und ich schaue zum Beispiel hier diesen Punkt, dann sehe ich, dass der da ist. Das heißt, da geht es runter, da ist das und da ist das. Und da habe ich das. Und dann ist es so, dass das hier reingeht und dann da wieder rausgeht. Seht ihr das? Das heißt, was ich mache, ich projiziere immer senkrechte und waagrechte in mein Bild rein. Das nächste ist dann auch zum Beispiel, da seht ihr dann, ich kann jetzt zum Beispiel hierher gehen. Das ist jetzt auch ein bisschen der Vorteil, oder nicht nur ein bisschen der Vorteil, das ist der Vorteil, dass ihr jetzt seht, wie ich, dass ich das Bild gleich daneben habe. Das heißt, wenn ihr jetzt schaut, dieser Abstand, na, hier ist das Glanzlicht, das hier, das hier, das hier, dann habe ich das hier und dann ist das zu schmal gewesen. Das heißt, und auch, um das zu beurteilen, ich schaue immer, wo ist der höchste Punkt? Der höchste Punkt ist hier. Na? Das heißt, da, das ist so, ich projiziere das rauf und runter. Das heißt, da geht es runter und da geht es auch runter. Na? Ach, dieser knarzende Stuhl, der kann schon was, ne? So. Ja, das heißt, ich habe jetzt das, dann habe ich das. Dann bin ich da jetzt zu weit draußen. Ja, da ist dann die Wange. Dann habe ich hier den Bart. Und ihr seht schon, der Kopf, der formt sich dann über die Flecken. Ja, das heißt, ich habe dann hier so einen Flecken. Ich kann aber auch... Ich kann immer wieder korrigieren. Also das heißt, diese, wenn ich die Grundproportion habe, dann habe ich die Möglichkeit eben, na, das heißt, ich schaue dann zum Beispiel, wo ist jetzt dieser Knick hier? Das heißt, der ist da, da ist der. Na, das heißt, wenn ich jetzt hergehe, habe jetzt hier das, da ist dann der Bart, kommt dann da raus. Und jetzt ist es auch so, wenn ich jetzt, ich könnte zum Beispiel messen. Seht ihr das? Das heißt, das hier ist das. Wenn ihr Maßeinheiten habt, die sich entsprechen oder die nur unwesentlich größer oder kleiner sind, habt ihr den Vorteil, dass ihr das besser darauf beziehen könnt. Also für die Materialfetischisten unter euch ist es so, ich habe die Pinsel im Materialvideo schon beschrieben. Das hier sind die Pinsel von der Rosemary, das sind diese Dachshaarpinsel, die früher mal Mungo-Haar waren. Und die sind natürlich super, weil die, das seht ihr schon, ne? Ich kann mit dem, das werde ich dann auch immer im Bild dann verwenden, um Details zu machen. Ne? Und jetzt ist es auch wieder so, ne? Hier diesen Punkt, ne? Das ist so da, ne? Das ist dann das. Das ist das. Das ist dann das. Und dann habe ich das hier, da habe ich hier diese Dunkelheit, ne? Da geht dann der Bart. Ich muss immer diesen Abstand, das heißt, ich habe hier diese Helligkeit. Da ist auch dieser Abstand. Da ist das dann. So. Ah, freut mich, Carina. Die Carina schreibt gerade, sie findet es übersichtlicher mit der Bildschirmteilung, so wie heute. Okay, freut mich. Das freut mich. Dann habe ich es glatt mal richtig gemacht. Muss ich es nicht so... Weil ich finde eben auch... eine Sache, die super, super wichtig wird, das ist, die Palette. Die Palette ist wirklich tatsächlich, also das heißt, die Palette ist wichtig, weil eigentlich ein Großteil der Arbeit mache ich hier. Das da ist gar nicht immer so super entscheidend. Ne? Das heißt, ich schaue jetzt mal, ne? Das heißt, ich bin... Geht relativ weit vor, der Bart. Aber jetzt geht es dann da. Da ist es dann. So.
Das ist echt komisch. Die Farbe zieht echt hier auf der Palette schon ganz komisch an. Ich habe keine Ahnung von der Konsistenz. Also die wasservermalbare Ölfarbe hat eigentlich eine Sache, die ich immer wieder beobachtet habe. Also das ist, dass sie... zäher ist. Also sie ist nicht ganz so geschmeidig wie die normale Ölfarbe. Dann hier. Na. Übrigens, für diejenigen, also es gibt ein paar unter euch, die haben das schon gewusst, das ist der Karl Marx übrigens. Und das ist eine Skulptur, die ist in Trier im Karl Marx Haus, habe ich dort fotografiert. So. So da. Und das ist auch da. Und vom Prinzip her ist es jetzt auch so, dass ich das jetzt auch als Zeichnung mal so lassen kann. Also ich bin jetzt schon eine halbe Stunde irgendwie unterwegs, habe aber noch ein bisschen geblubbert und so. Jetzt fällt mir eine Frage ein, vielleicht ist die noch zu früh, wenn du dann Struktur. Farbschichten in Dunkel aufträgst, lässt du vorher trocken oder wie lange nach Gefühl? Ha. Ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was du meinst. Also noch einmal, wenn du dann Strukturfarbschichten, die große Frage ist, was ist eine Strukturfarbschicht, in Dunkel aufträgst, lässt du vorher trocknen und wie lange nach Gefühl? Ich mal eigentlich, also der Günther schreibt, ich mal immer mit Acryl vor. Ja, das ist ja natürlich so eine Sache, also ich werde jetzt hier ja logischerweise da, à la prima malen. Ne? Und das ist aber auch so eine Sache, die ich euch gerne mal zeigen möchte, dass ihr mit à la prima ziemlich gut weiterkommt, aber der große Vorteil, also nicht nur aber, und der große Vorteil ist halt, dass ihr mit à la prima auf der Oberfläche mischt. Na? Ja, so schau mal aus. Ich versuche mal in nächster Zeit das Kapital zu malen. Wird ein Triptychon. Ah, sehr gut, Norbert. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und würde jetzt meine, ich sehe da zum Beispiel hier bei den Augen, da haut es nicht ganz hin. Und was ich normalerweise machen würde manchmal, ist dann so, dass ich hergehe und mach dann meine Farbe dunkler. Das heißt, ich gehe wieder einen Tick dunkler. Also das heißt, ich habe jetzt dann hier. Und dann sehe ich, dass da das Auge ein bisschen niedriger sein muss. Das heißt, ich habe jetzt dann hier das. Das hier. Na. Das heißt, ich würde jetzt das Ganze noch einmal machen, dass ich tatsächlich durch das ganze Bild durchgehe. Das kann ich mir aber jetzt auch sparen, weil, und jetzt kommt dann die andere Sache, ich kann mir das insofern sparen, weil, na, ich nehme den Pinsel. Weil ich jetzt sowieso als allererstes mal die dunkelsten Dunkelheiten ranleg. Also das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich probiere mal das andere Blau, ob das sympathischer ist. Und da ist es auch so, wenn ich spüre, dass die Farbe zu zäh wird, das ist jetzt das Cobra von Talens. Ne? Und auch so eine Sache ist, ich gebe die Farbe immer in so Farbsträngen auf die Palette, damit ich immer wegnehmen kann. Also auch beim Weiß, manchmal fange ich das Kalte von der einen Seite und das Warme von der anderen Seite an, damit ich eben meine Farbe nicht kontaminiere. Also, was ich jetzt mache, ist, ich gehe jetzt durch das ganze Bild durch und male jetzt die Dunkelheiten rein. Und ihr werdet sehen, die Dunkelheiten, die sind mit die wichtigsten Flächen. Also um mal meinen Satz zu verenden. Und die andere Sache ist eben auch, dass diese Dunkelheiten dann einen Rhythmus durch das Bild machen.
Und so wie ich jetzt auch mal, seht ihr natürlich auch, dass ich könnte jetzt pingeliger vorgehen, aber dann sitzt ihr morgen noch da. Oder ich. Wir. Ein Sozialpädagogen, wir. Das heißt, und ihr seht, dass diese Formen natürlich halt auch mit total entscheidend sind. Also das heißt, ich habe jetzt hier das hier, dann habe ich hier das hier und dann schaue ich, da muss ich sogar noch ein bisschen weiter runter. Da habe ich auch die Dunkelheit. Da habe ich dann das hier. Da geht es ein bisschen runter. Da habe ich da noch so eine Dunkelheit und da unten noch so eine Dunkelheit. Ne? Aber es ist einfach so, der Fokus ist eindeutig hier im Gesicht. Also das heißt, ich sehe dann schon irgendwie da noch. Aber hier unten, die Dunkelheiten sind gar nicht mal wirklich so extrem. Ne? Also. Und eine andere Sache ist, die ich immer gerne mal mache. Das ist, dass ich suche mal jetzt auch einen Pinsel aus. Pinsel meines Vertrauens. Ich probiere jetzt die unterschiedlichen Pinsel. Ich nehme jetzt einen Borstenpinsel. Und was ich mache ist, ich gebe nur ein bisschen in das rein. Nämlich, und das ist jetzt auch das, was ich normalerweise mit der Ölfarbe mache. Das heißt, ich gehe jetzt her und trage meine Farbe gar nicht mal wirklich so stark verdünnt auf, sondern ich kriege die Farbe, und das mache ich bei der Ölfarbe immer, ich kriege die Farbe durchs Rubbeln dünn. Was dann bedeutet, dass ich die Möglichkeit mir offen halte, da nochmal drauf zu malen. Und eine andere Sache ist eben auch, dass ich hergehe und einfach auch einmal den grundsätzlichen Tonwert, die Tonwerte, die ich jetzt da habe. Und ihr seht, das Grau, das hilft mir auch meine Tonwerte viel besser zu beurteilen. Und ich gebe das Malmittel immer nur ein bisschen, also ich tupfe wirklich nur mit der Spitze des Pinsels rein, dass ich ein bisschen was habe. Ne? Und ich kann das dann so machen, wie ich möchte. Ich kann hier natürlich dann auch, weiß nicht genau, ob ich das dann ändere, ob ich jetzt das noch wegmache, hier diesen schwebenden Schädel. Ne? Und dementsprechend ist es so, ich kann jetzt einfach mal auch nur mal die Glanzlichter verteilen. Und dann seht ihr schon, dass diese Plastizität eigentlich auch entsteht. Ne? Und das andere ist, dass ich jetzt zum Beispiel hergehe und ich mache das Ganze auch ein bisschen extremer. Also das ist so, ich gehe jetzt nicht so super vorsichtig vor und mache jetzt diese Flächen dann da rein. Also das heißt, und jetzt seht ihr schon das Grundprinzip, das dann da entsteht, nämlich kalt-warm. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der da immer wieder stattfindet. Ne? Und was halt jetzt auch so die Geschichte ist, ich habe jetzt auch ein bisschen da oben noch die Glanzlichter ignoriert. Schau mal, wie das ist, wenn ich den Pinsel auswasche. Ah, es geht aber schön. Ich bin da auch mal gespannt. Ich bin ja dann einfach jemand, der auch immer so viele Pinsel verwendet. Und da ist es natürlich dann immer so das Problem, dass ich die danach dann alle putzen muss. So, fertig. Trink mal aus und geh mal haben. Also, die Christine fragt gerade, ich mache mal kurz eine Pause. War die Graupappe vorher eigentlich grau grundiert oder malst du heute auf ohne grundiert? Nein, ich habe es vorhin schon gesagt.
Dieses Grau ist graue Acrylfarbe. Zweimal. Ja. So. Und jetzt ist es so, ich glaube, ich probiere das jetzt einfach mal mit einem Pinsel durchzuziehen oder mal zu schauen, weil der Pinsel ist eigentlich ganz gut. Ihr seht es für die Größen, ne? Genau. Ich habe es ja beidseitig grundiert. Also das heißt, und ihr seht schon, ich habe jetzt da die Ölfarbe, ne? Habe ich aufgetragen. Boing. Und ich habe mal glücklicherweise, ne, eine große Tube gekauft, weil nämlich das Weiß gerne mal schnell weg ist. Ne? Und seid nicht geizig mit der Farbe. Und jetzt ist es so, wenn ihr jetzt anfangt, na, hier diese Nuancen zu malen, habt ihr verloren. Na? Das heißt, ich kann jetzt schon hergehen und das werde ich jetzt auch machen. Ich gehe jetzt her und schaue jetzt, dass ich so eine Grundfarbe dann jetzt anmische. Und die lasse ich dann immer wieder changieren. Das heißt, ich werde dann diese gelben Stellen, werde ich dann noch drauf malen. Ich werde aber, ups, das ist echt fiese. Wenn ihr euch vermischt, ne, geht nicht auf den Fleck. Ich weiß, dass ich da jetzt unheimlich viel Farbe reinhauen muss, weil dieses Blau ist sehr intensiv. Das heißt, ich gehe dann daneben. Die Farbe kann ich noch brauchen. So. So. Und das ist dann einfach so, dass ich jetzt hergehe und schaue, dass ich dann diese Flächen einfach mal reinsetze, damit diese Formen geschlossen sind. Da seht ihr das jetzt. Das brauche ich eigentlich. Ich brauche einfach die Dunkelheit da nochmal. Ich muss es noch ein bisschen. Ihr werdet sehen, ich werde hier auf der Palette permanent die Farben wechseln. Und was ich da auch mache, ist, dass ich tatsächlich erst einmal schaue, damit ich eben, also ich schaue, ich muss mir das angewöhnen, die Sätze zu Ende zu sprechen. Ich schaue jetzt, dass ich die Flächen reinsetze. Damit ich das erst einmal so einfach wie möglich habe. Weil ich dann sowieso, dadurch, dass ich das jetzt so draufrubbel, seht ihr, das ist gar nicht wirklich, ich habe nicht wirklich viel Malmittel. Ich gebe immer nur so viel Malmittel, weil mir die Farbe dann auch oft zu zäh ist und dementsprechend habe ich dann halt die Möglichkeit, diese Flächen dann so reinzuschummern. Und ihr seht, wenn ich das jetzt ordentlich malen würde, würde ich viel zu lange brauchen. Das heißt, was ich da mache, ist, dass ich hergehe und schaue, dass ich jetzt einfach mal die Flächen schließe. Und ich habe dann auch logischerweise mehr Überblick über die richtigen Tonwerte. Und ihr seht, das Orange, das macht schon mit. Ne? Dieses Orange ist schon echt super. Also das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich die ganzen Flächen reingesetzt habe. Ich werde aber jetzt trotzdem noch einmal einen Pinsel brauchen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ich habe hier echt wirklich die uralten, runtergeranzten Pinsel, wie ihr seht. Ne? Dementsprechend, Carina, ganze Sätze werden überbewertet. Wie war? Das heißt, dass ich dann da auch ein bisschen wechsle mit den Farbtönen. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe, ich werde jetzt kein Orange hinkriegen, also kein klares Orange, aber ich muss dann schauen, dass ich hergehe und diese Farbtöne dann reinsetze. Ne? Dass ich da eben dann diese Mischwege von diesen drei Farben dann gehe. Und was ich jetzt aber mache, ist, dass ich einfach immer nur ein bisschen ein Malmittel reingebe, damit die Farbe einfach ein bisschen besser rutscht. Ne? Und da ist es jetzt auch so, dass ich
dass ich da. Und ab dem Zeitpunkt ist es auch so, dass das Ganze viel, viel einfacher wird, das Malen. Nämlich, ich mache das mal sauber mit dem Pinsel. Mal schauen. Ich habe in den Pinsel jetzt, das war jetzt der Pinsel, mit dem ich das Dunkle gemalt habe. Ich muss mal schauen. Küchenrolle. Wo baue ich die auf? Da. Ja, das ist dann auch so. Und ihr seht schon, das Ganze ist so, dass ich natürlich dann auch auf der Oberfläche mische. Und interessanterweise ist es dann auch oft so, dass dann schon glatt die richtigen Farben entstehen. Und das Nette ist an der Ölfarbe ganz allgemein, dass diese Farben dann so, dass man auf der Oberfläche so viel nehmen kann. Was heißt Wasser bei normalem Öl? Mehr braucht man nur. Ja, genau. Das ist jetzt die falsche Farbe. Da ist dann das. Ich brauche jetzt glatt wiederum noch einen Pinsel. Das geht echt. Das geht ganz schön. Schon irre. Schon irre. Diese Pinselverschwendung. So, das heißt. Ich habe jetzt. Und was jetzt, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Das heißt, diese Farben, die haben sich alle verändert. Das heißt, das war nicht verändert. Das Weiß ist zu transparent, also ist nicht weiß genug, passt aber jetzt da ganz gut. Da ist es jetzt noch nicht ganz passend. Aber auch die Dunkelheiten, wenn ihr euch erinnert, wie ich die reingemalt habe am Anfang, haben die viel extremer ausgeschaut. Und das zeige ich euch jetzt, wenn ich das jetzt nämlich nochmal mache. Ich gehe nochmal durch das ganze Bild durch und dann seht ihr, dass ich zu wenig Farbe im Pinsel habe. Nein, ich habe nicht dieses Medium W. Ich habe dieses von Cobra, dieses Painting-Medium, das ich mit Wasser verdünnt habe. Und da seht ihr schon, wenn ich jetzt nochmal auf diese Stellen gehe, das ist nämlich eine der Stärken, dass ich jetzt hergehen kann und tatsächlich so sukzessive ich kann jetzt mit dem sehr dunklen Pinsel auch an Stellen ranmalen, seht ihr das? Das ist mein dunkelster Pinsel, aber dadurch, dass es sich auf der Oberfläche mischt, ist es so, ich gehe immer mal wieder in den Fleck rein, hol mir neue Farbe, da wo es am intensivsten sein muss. Zack. Ne? Dann da, zack. Ne? Dann habe ich hier so eine Dunkelheit. Die will ich vielleicht ganz gar nicht so dunkel haben, aber ist mir jetzt erstmal egal. Hier zum Beispiel. Da. Da. Ne? Man hört öfters, Christine, man hört öfters, dass die Gefahr besteht, dass das Bild milchig wird, wenn man in den unteren Schichten zu viel Titanweiß einsetzt. Genau. Wobei aber, ihr seht es, also das ist so, ihr werdet sehen, ich kann auch, ich mal über Stellen drüber, die grundsätzlich weiß beinhalten. Ne? Also das heißt. Und ihr seht, diese dunklen Stellen, die sind tatsächlich mit die wichtigsten Stellen in dem Bild. Also das heißt, die sind dieser Rhythmus, der durch das ganze Bild durchgeht. Und ihr seht schon, wenn jetzt hier dieser Schlagschatten dann unter der Nase ist, dann
ist es so, wenn ich jetzt hier mit dem Schwarz auf das Weiß drauf mal, also mit der dunklen Farbe auf das Weiß drauf mal, dann wird es dann natürlich logischerweise ein bisschen sich reinmischen. Es ist aber nicht echt so super tragisch. So. Und ich habe da, ne, habe ich dann das, das, das hier, da ist auch noch ein Dunkelheit. Es ist so, wenn jetzt zum Beispiel hier solche Sachen passieren hier, wie sowas, ne? Mit denen kann man dann auch arbeiten. Also das ist so, dass man wirklich auch mit dem spielen kann. Und der Trick bei der ganzen Geschichte ist dieses Nuancieren von Farbtönen. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und ich breche jetzt dieses Blau ein bisschen und ich gehe vorsichtig vor, seht ihr das? Und das kann ich immer besser hier beurteilen. Das ist mein Blauton und den will ich aber jetzt gräulicher haben und ich habe jetzt eben ein bisschen Sienna reingegeben. Und das ist die Farbe, die ich jetzt da eigentlich haben wollte im Schatten. Dass ich die jetzt einfach noch ein bisschen stärker oder besser definiere. Den Schatten weiß ich nicht genau, ob ich den mache. Ich male ihn mal rein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Farbe habe, ist es so, dass ich hergehe und schaue, wo kann ich diese Farbe immer noch unterbringen. Na? Weil. Und das ist jetzt eigentlich auch so eine Sache, dass ich. Und ihr seht schon, das Ganze ist halt so, dass es echt ziemlich viel Spaß macht nebenbei. Und das Ganze lebt natürlich auch über die Kanten. Also das heißt, wenn er jetzt hergeht und schaut er mal, dass ich jetzt anfange, möglichst jetzt nicht unbedingt immer in der Form zu bleiben. Also das ist so. Und dementsprechend ist es so, ich merke jetzt zum Beispiel, dass die Wasservermalbaren, ich sage euch ja immer, was mir auffällt beim Malen, ne? Die wasservermalbaren Ölfarben, die sind relativ zäh. Also das heißt, die Haarpinsel, da muss ich ganz schön kämpfen. Dementsprechend nehme ich dann auch lieber dann Borstenpinsel, weil die natürlich, da passiert was ich da machen kann. Das heißt, ich kann mit denen auch die Farbe eher so vertreiben und verrubbeln. Das heißt, ich brauche nicht so viel Malmittel. Also ich kann dann einfach das direkt aus der Tube nehmen. Die Ursula fragt, diese Malmittel von Cobra ist also zur Wasservermalbarkeit der Ölfarbe. Kann und soll ich das Malmittel W von Schminke dann auch mit Wasser vermischen? Also, lass das immer gut sein mit dem Malmittel W, weil das Schminke fällt da total raus, weil die haben einfach dieses Malmittel W, um ihre normalen Ölfarben zu wasservermalbaren zu machen. Ich bleibe jetzt total in dem System der wasservermalbaren Ölfarben und das ist Cobra, Artisan und Lukas Berlin. Und dementsprechend ist es so, dass die Farbe an sich ist eine Ölfarbe. Das Malmittel ist auch Öl. Es ist aber irgendwie so ein pflanzlicher Stoff drin, der ein Emulgator ist, der das dann möglich macht, dass man das mit Wasser vermengen kann. Das ist die einzige Sache, die da passiert. Und dementsprechend habe ich jetzt, weil mir dieses Medium, ich sage es jetzt noch einmal, dieses Medium war mir zu zähflüssig. Das heißt, die Malerei ist schmierig geworden. Ist zu transparent geworden und ich konnte die Farbe nicht verarbeiten. Jetzt bin ich hergegangen und habe eben dieses Malmittel, nicht ganz 1:1, aber ich habe ein bisschen Wasser reingegeben, um dann die Ölfarbe hier einfach ein bisschen geschmeidiger zu machen. Ich mache sie nur ein bisschen geschmeidiger, dass sie besser aus dem Pinsel rausläuft. Ja, schaut schon ganz gut aus. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich habe meine letzten Bilder mit Wasser ohne Malmittel gemalt. Genau, das ist einfach, das kann man auch machen, dass man kein Malmittel verwendet. Für mich war es jetzt so, dass ich einfach keine guten Ergebnisse hatte mit den
Mit den Farben ohne. Das heißt, ich kümmere mich jetzt eigentlich um die Tonwerte. Also das heißt, ich versuche jetzt irgendwie die Tonwerte wieder reinzukriegen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Grünton. Wenn ihr das jetzt anschaut, ich nehme jetzt mal das hier und ich gehe jetzt her und habe jetzt hier ein Hellblau. Oder, ja, es ist so, und wenn ich jetzt aber hergehe und bringe das Ganze, das heißt, ich variiere immer alle Mischungsverhältnisse von allen drei Farben. Wenn ihr das anschaut, ich habe hier das Grün nicht. Das heißt, ich kompensiere das mit diesem dreckigen Blau. Seht ihr das? Und das hat dann eben diesen Effekt. Jetzt seht ihr, wie das changiert. Und das bedeutet, dass ich dann zum Teil einfach, wenn ich dann anfange, diese Farben dann ineinander zu malen, ist es so, dass dann ich immer mehr diese kalt-warm Flächen trennen werde. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich werde es nicht unbedingt trennen, sondern ich werde diese Farben nebeneinander malen. Denn dieses Changieren, und das werdet ihr dann sehen, dieses Changieren der Farben ist dann genau das, wo die Farbe dann das Leuchten anfängt. Seht ihr das? Ab und zu muss ich mal ein bisschen schmähstart sein, wie ihr merkt. Ja, schon cool. Da ist zum Beispiel dann so, dass das Ganze andauernd changiert. Also ich sehe da immer, dass die Farben von der Farbtemperatur hin und her kippen. Und je mehr ich dann da drauf male, desto mehr sehe ich natürlich dann auch so bestimmte Farbtöne dann und ich steigere dann auch diese Farbtöne in den verschiedenen Flächen, indem ich die dann nebeneinander male. Und hier auf der Palette, das Gute an dieser Palette ist eben, dass ich den großen Vorteil habe, ich schiebe immer meine Farben, also von den Mischungen her, immer in die eine oder andere Richtung. Und wenn ich das jetzt drauf male, dann sehe ich nämlich, ob das passt oder nicht passt. Na? Das heißt, da, ne, bin ich viel zu orange. Na? Das heißt, da bin ich zu orange. Und so male ich mich durch das Ganze. Es ist auch so, ich vergurke dann natürlich auch immer mal Stellen. Das ist aber auch gar nicht wirklich so entscheidend, ne? Sam sagt, hast du schon mal den Verdünner von Artisan für wasservermalbare Ölfarben benutzt? Soll ungünstig, ungiftig und... Ja, das ist hier, Questo, dieser Verdünner, den habe ich, ihr seht es, ich habe ihn schon verwendet. Und ich habe hier aus Safflorölöl und diesem Verdünner ein Malmittel gemacht. Das werde ich auch nochmal ausprobieren. Ne? Also, aber seid ein bisschen geduldig mit mir. Also, das ist so, ich bin erst am Anfang meiner wunderbaren Reise, die wir gemeinsam unternehmen. Ich sage es euch. Ja. So wie es ausschaut bei meinem Tempo, kann es das sein, dass es ein bisschen länger dauert heute, aber ihr seid ja leid gewohnt. Kann man sagen. Und was auch so eine Sache ist, da werde ich dann auch mal drauf zu sprechen kommen, das ist der Pinselduktus. Also das heißt, in welche Richtung geht ihr mit dem Pinsel? Also das heißt, wenn ich jetzt hergehe und jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal, ich zeige euch jetzt mal die eine Stelle, die ich jetzt mal machen werde. Nämlich
Oh, da ist Blau drin. Gar nicht gut. Nicht gut. Das ist aber wirklich, also eine Sache muss ich ehrlich sagen, schaut euch das mal an. Das finde ich jetzt schon mal ziemlich prickelnd, dass man die Pinsel sofort ratzo-fatzo sauber kriegt. Das ist bei Terpentin nicht ganz so der Fall. Das heißt, ich kann echt ganz wunderbar die Farben wechseln. Im Pinsel. So. Und da muss ich aufpassen, jetzt ist meine Farbe hier kontaminiert. Und dementsprechend brauche ich neue. So. So da. In welche Richtung? Warm, kalt oder was meinst du, Stefan? Christine, ich glaube, ich bleibe bei meinen normalen Farben. An denen habe ich mich schon gewöhnt. Die restlichen Tipps zu Palette und Farbe funktionieren das sicher genauso. Naja, klar. Das ist das, was ich auch eingangs gesagt habe. Es ist eigentlich nicht so. Also ich habe das jetzt natürlich, wir haben das jetzt irgendwie an diesen wasservermalbaren Ölfarben aufgehängt. Aber es ist halt so, dass das Medium nicht wirklich so relevant ist. No? Also das heißt, jetzt seht ihr das, das Weiß dominiert jetzt die Mischung. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich mache meinen Pinsel sauber und gehe daneben, weil ich die Farbe einfach ein bisschen dunkler haben möchte. Und dann brauche ich ein bisschen Malmittel, dass es ein bisschen mehr rutscht, weil sonst würde ich diesen Fleck permanent, also ich muss da immer so viel Farbe reinkübeln, bis ich das dann umkippen lasse. Also, weil die Christine hat gefragt, mit das Perfekte an dem Motiv ist ja, das Spiel mit kalt-warm. Das ist das, was an dem Motiv einfach so genial ist. Und dementsprechend ist es eben so, dass ich da natürlich die ganze Zeit jetzt damit arbeite. Ja. Ja, ich muss gestehen, es klappt besser mit diesem Malmittel, als ich das vorher hatte, ehrlich gesagt. Also, cool. Kommt schon. Kommt schon, kommt schon. So, wo sind wir? Ja. Plastisch. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir her und mach mal wieder. Ui. Jetzt ruft jemand an. Und das zeige ich euch jetzt auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Farbfleck habe, hier, ne? Das ist jetzt auch so, ich muss jetzt auch aufpassen, ob ich jetzt kalt oder warm mein Glanzlicht mache. Ne? Das heißt, ich gehe jetzt auf diese Bronzestruktur nur bedingt ein. Ne? Das heißt, und ich kann aber auch mich um diese Kanten auch kümmern. Ne? Das heißt, ich habe jetzt hier da noch und da ist auch noch ein starkes Glanzlicht, da ist ein starkes Glanzlicht, da ist ein kleineres, da ist es viel weiter draußen. Ne? Und ich male die einfach mal rein und ich verliere die auch immer wieder. Ne? Jetzt ist es so, ich will jetzt hier, ich mische jetzt immer wieder diese ganzen verschiedenen Grautöne. Das werdet ihr sehen, dass die dann die Form klären. Was aber echt noch so eine Sache ist, dass ich jetzt, ihr seht es, durch das Vermalen habe ich eben die Möglichkeit, Halbtöne oder Mischungen zu fabrizieren.
Das heißt, wenn mir jetzt mein Farbton zu arg geworden ist, dann kann ich genauso gut hergehen und den einfach mal draufsetzen. Seht ihr das? Das ist jetzt ein Abwechseln von Farbtemperaturen. Und dementsprechend funktioniert es dann so, dass diese Leuchtkraft dann wieder da ist. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Sienna gebrannt, das ist gar nicht mal wirklich so prickelnd vom Farbton her. Wenn ich jetzt, es gibt eben bei Sienna gebrannt, gibt es eben so unterschiedliche Töne eben bei den verschiedenen, bei den verschiedenen Farbherstellern. Und also das heißt, das ist jetzt einer, der nicht ganz so orange ist. Und es ist aber so, dass ich immer wieder dann das Kräft, also diese Farbe rein draufsetze und schau, dass ich diesen Effekt hinbekomme. Na, wenn ihr das jetzt anschaut. No. Ich schau mal kurz. Norbert, ich nehme ganz normale Ölfarben, verwende es am Ende mal Mittel W, um den Farben ein bisschen Sinn. Okay. Ja, also da müsst ihr ausprobieren. Also das ist so, das Tolle am Malen ist ja, dass das ein bisschen wie Kochen ist, finde ich. Also das heißt, die einen nehmen diese Gewürze und die anderen nehmen andere Gewürze. Und der andere nimmt wieder dieses. So. So, da ist dann die Nase mehr. Was jetzt der Vorteil ist, ich habe einen sehr dunklen Pinsel, ne? Das heißt, wenn ich den jetzt verwende, dass ich da immer mehr dann die Farben so ineinander male, dann vermale ich eigentlich Dunkelheiten, die ich schon mal gesetzt hatte. Seht ihr das? Das heißt, ich habe jetzt hier auch, ich will es nicht ganz so dunkel machen da drin. Na, da ist so ein Licht drin. Da auch. Da habe ich jetzt auch das nicht gescheit gemacht. Na, da ist es auch noch ein bisschen dunkler und kühl. So, und jetzt gehe ich zur Palette zurück und hole mir neue Farbe. Ich mische mir immer nur ein bisschen Farbe an. Und ich bleibe auch immer in den Flecken drin. Also das heißt, ich da sind meine dunklen Töne, da sind meine Mitteltöne und da sind meine Lichtertöne. Und da ist meine leuchtenden Orangetöne. Das heißt, meine Ordnung auf der Palette bleibt immer gleich. Also das heißt auch, wenn immer Leute sagen, ihnen geht der Platz auf der Palette aus, das stimmt nicht unbedingt, weil ich eben immer wieder auf die gleichen Stellen gehe. So, und jetzt habe ich das Dunkle ruiniert gehabt und jetzt male ich es wieder rein. Das heißt, auch wenn da ein Weißanteil drunter ist, seht ihr das? Dieses Weiß, das ich da rein habe, das kann ich ziemlich gut untermalen. Da kann ich sie nochmal verstärken. Was mir jetzt nicht gefällt, das ändere ich jetzt. Die Farbtemperatur ist zu kalt. Das heißt, mir ist die Farbe zu arg zum Blauen, kippt zu arg zum Blauen. Und das heißt, ich verändere dann diese dunklen Töne verändere ich in der Farbtemperatur. Na? Das heißt, ich gehe jetzt dann her, als das. Jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt mal daher, mache das Ganze mal ein bisschen hier. Und da ist es auch so, wenn ihr einen guten Pinsel habt, einen Borstenpinsel, seht ihr das? Den kann ich so zu so einer, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Den kann ich dann so ganz fein zusammen machen und dementsprechend habe ich die Möglichkeit, dann auch Details zu machen. Also ich habe jetzt hier an dieser Stelle ziemlich viel rumgemalt. Ja, und ihr seht eigentlich, dass ich mich, wenn ich konzentriert weitermal, auch ganz gut das ganze Bild so sukzessive, also es schaut zwar langsam aus,
Es schaut langsam aus, wirkt auch so fürs Malen. Also wenn man selber malt, wirkt es dann so, ah, es geht nichts weiter. Aber tatsächlich, je weniger ich Zufälliges auf meiner Oberfläche landen lasse, dementsprechend bin ich schneller fertig. Und was auch so eine Sache ist, bei den Borstenpinseln, das zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich Farbe loswerden will, und ihr seht es, das kratzt, ne? Also das heißt, ich schiebe die Farbe weg. Das heißt, wenn ich möchte, dass die Farbe satter drauf ist, dann nehme ich den Pinsel flach. Ich halte den Pinsel flach, ey, Alter. Jetzt habe ich hier so einen bläulichen Ton. Ja. Da habe ich dann die Haare noch. Das kann ich dann auch noch klären. Es ist dann so, ich kann dann auch immer wieder mal reingehen und meine Töne so verziehen. Was dann der große Vorteil ist, dass ich diese Farbe wieder dünner mache. Und durch das Dünner machen habe ich den Vorteil, dass ich immer wieder drauf malen kann. So. Einmal blau. Und jetzt ist es so, dass ich, ihr seht es, auch eine andere Sache, die euch auffallen könnte, ist, dass ich gar nicht mal wirklich so viel ins Malmittel rein tunk. Tunk, tunk. Was aber auch eine Entscheidung ist, die ich irgendwann treffen muss, das ist, wie weit ich das Bild weitermachen möchte. Ihr seht jetzt zum Beispiel, der untere Teil, da habe ich jetzt noch gar nicht so wirklich viel gemalt. Das wäre echt so die Frage, wie genau werde ich jetzt? Ne? Also das ist so eine Geschichte, dass ich, und ihr seht, der Vorteil ist, also bei den Haarpinseln, ne, die legen die Farbe anders auf die Oberfläche. Ne? Das heißt, jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt zu knallig, das nehme ich mal zurück. Ne? Das war jetzt einfach nur mal als Farbfleck, weil dann habe ich nämlich eben den Vorteil, dass wenn ich jetzt hergehe und mache jetzt das Ganze einmal ein bisschen weniger heftig, schaut die Sache schon ganz, schaut sie um einiges besser aus. Und dementsprechend ist es so, dass ich das so summarisch mache, in dem Sinne, dass ich dann hergehe und schaue, welche Stellen fallen mir halt einfach auf. Und dementsprechend male ich dann die erstmal nur. Und es ist aber auch so, dass ich immer wieder zu unterschiedlichen Stellen in dem Bild gehe. Das seht ihr auch. Und ich muss es manchmal nicht immer gleich erst einmal treffen, sondern das ist dann also, ich kann wirklich auch immer wieder die Farbe hin und her schieben. Ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Günther, in 70 Minuten soweit, das ist wahrlich nicht langsam. Naja, es ist halt so. Es ist halt ein bisschen Echtzeit. Also das heißt, ich hoffe, ihr habt irgendwie genügend zu trinken. Und oder was zu lesen? Nee, das nicht. Schenkt mir eure volle Aufmerksamkeit. Weil was ich euch noch nämlich zeigen möchte ist, es ist schon cool. Ich probiere es nochmal. Den Pinsel auswaschen. Schade, dass ich es nicht machen kann wie der Bob Ross. Dieses Bagadagadagadagadagadag. No? Richtig cool. Schau ich das an. Farbe ist draußen. Ich bin dann mal gespannt, wenn ich das Ganze dann später mal mit der Seife sauber mache. Ich bin kein großer Pinselwascher, weil bei den Ölfarben mache ich das dann oft so, dass ich da die nur ins Öl lege. Da gibt es ja noch ein Video drüber, aber weil ich da einfach zu faul bin, dann jedes Mal nach dem Malen dann die Pinsel zu waschen. Also eine Sache ist auch, das könntet ihr vielleicht auch sehen,
wenn ich jetzt einen Pinsel gewaschen habe, seht ihr das? Wenn ich jetzt aufdrücke, kommt das Wasser aus der Zwinge noch raus. Das benutze ich jetzt auch. Das verdünnt meine Farbe auch ein bisschen. Und jetzt ist es total super, weil das hier, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, diese Farbe, die wird jetzt wärmer. Und das wäre das hier. Und jetzt seht ihr auch, dass das mein erster Farbauftrag, und das hat jetzt auch damit zu tun, es ist nicht trocken. Also das ist jetzt auch immer so, dass die Leute dann immer glauben, okay, wenn ich die Farbe jetzt trocknen lasse, dann kann man viel besser nochmal drüber malen. In dem Fall ist es nicht trocken, sondern es ist so, dass diese Farbe dann noch ein bisschen transparenter ist. Und jetzt, wenn ich nochmal drauf gehe, ist es so, dass es eben... So. Dass die Farbe dann ein bisschen deckender wird. Und was aber schon so eine Sache ist, das ist so, ich kümmere mich um Kanten. Seht ihr das? Sobald ich hergehe und mache jetzt mal meine Kanten weicher, habe ich den Vorteil, dass der Effekt der ist, dass ich zum Beispiel jetzt hergehe und ich kann jetzt zum Beispiel den Kopf da in dem Hintergrund verschwinden lassen. Das ist nicht unbedingt so, wie das auf der Vorlage ist, aber es ist so, wenn ich jetzt hergehe und setze dann noch ein paar Akzente rein und in dem Fall dann auch ein bisschen dunkler wieder. Und das ist dann so, seht ihr das? Dann habe ich den Vorteil, dass ich dann auch gleich Tiefe habe. Ne? Also das heißt, dass das jetzt nicht zu deutlich wird, diese ganze Geschichte. Und umgekehrt ist es so, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Ich steigere dann auch immer die Farben. Ihr seht es, das ist so, das ist ein Prozess, der relativ... Da ist es so, dass ich es sogar noch ein bisschen bläulicher mache. Und es ist dann auch so, dass ich hergehe und kümmere mich um die Kanten. Cool. Und ich kann da mit einem relativ schlampigen Pinsel, kann ich da diese, ihr seht es, sobald es dann da hinten, ne, weicher wird, würde ich jetzt es ja nochmal mit dem Finger machen, ehrlich gesagt. Das ist immer so, dass mit dem Pinsel geht das Ganze viel, 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 viel besser. Ja. Ich werde jetzt da nach unten gehen und ihr seht, das Ganze lebt völlig von dieser Abwechslung zwischen kalt-warm. Also man hat jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass einem was fehlt bei dem Bild. Also so, dass man das Gefühl hat, es fehlen einem da Farben, die man da jetzt noch reinmalen müsste. Und dementsprechend ist es eben so, seht ihr das, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, ne? Schaut euch das mal an, ne? Da habe ich das, da habe ich ein Schlaglicht, da habe ich dann das. Und wenn es mir zu arg wird, gehe ich nochmal drüber. Und da, ne? Umgekehrt mache ich es natürlich auch so, dass ich jetzt hergehe und... Ich nehme jetzt ein warmes Licht. Ich muss dann den Pinsel sauber machen. Das heißt, ein warmes Licht bedeutet, dass ich jetzt in das Weiß das Sienna reingebe. Und sobald ich ein paar Akzente setze, es ist so, komme ich an diesen Effekt dann schon ran. Und das ist, also die, wie soll ich sagen, die Anmutung des Bildes und das Finish des Bildes, das hängt wirklich total davon ab, wie ihr möchtet, dass euer Bild ausschaut und wie weit ihr euer eigenes Bild kriegen möchtet. Oh, da kommt eine Frage. Also, die... Ursula fragt mich, kann ich auch tageweise an so einem Bild malen? Also das ist so, wenn die Ölfarbe dann noch
bis zum gewissen Grad feucht ist, machen wir es mal so, ich schalte mal um, also wenn die Ölfarbe bis zum gewissen Grad feucht ist, habt ihr die Möglichkeit, am nächsten Tag noch reinzumalen. Und diese Farbe, die ist wirklich auch so, dass die ganz viel oder dass die relativ lang offen bleibt. Und es ist aber so, dass ich, das kann ich auch noch schon mal ankündigen, ich werde in diesem Stream werde ich einmal auch was Altmeisterliches malen. Also Altmeisterliches, also so traditionell, sprich mit einer Schwarz-Weiß-Untermalung und dann mit Lasuren und das Bild dann abschließen. Das bedeutet, dass ich aber dazwischen immer diese Trocknungszeiten brauche. Also grundsätzlich ist es so, wenn ihr an einem Bild weitermalen möchtet, dann ist es total gut, dass es entweder nass ist oder trocken. Wo es richtig problematisch wird, ist, wenn das Bild klebrig ist an manchen Stellen. Also das heißt, ich habe manche Stellen, die sind trocken, manche Stellen sind noch nass und manche sind dann schon so klebrig. Da wird es problematisch. Da hilft zum Beispiel ein Zwischenfernis. Ne? Also dementsprechend ist das hoffentlich die Antwort drauf gewesen. Ne? Und hier ist es auch so. Schau ich das mal an, wenn ich jetzt hergehe. Ne? Ich muss nicht immer alles super definieren. Ne? Jetzt mal her und nimm mal. Der Borstenpinsel, der bewegt halt einfach die Farbe ein bisschen mehr. Also das muss man auch sagen. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und habe jetzt hier diese Stellen. Das heißt aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt möchte, dass das nicht ganz so deckend ist, dann gehe ich nur so drauf und schummer das so hin. Und ich mache das so, indem ich hergehe und die Augen zusammenkneife. Die Augen zusammenkneife, um die Tonwerte besser einschätzen zu können. Na? Und ihr seht schon, sobald ich mich durch das Bild durcharbeite, na, ist es so, da ist eine Dunkelheit. Seht ihr das? Da. Na? Und dann habe ich sie da falsch gemacht. Die ist nicht direkt da drunter, sondern die ist da außen. Das heißt, die ist da, wäre diese Dunkelheit. Na? Und da wäre dann der Abschluss von dem Ganzen. Und wenn ich jetzt hergehe und habe jetzt hier diesen Grauton und jetzt ist es so, ich nehme jetzt tatsächlich einfach die Farbe direkt. Ne? Da, seht ihr das? Sobald ich hergehe, habe ich jetzt, kann ich das einfach so lassen. Das heißt, ich kann aber hergehen und gleichzeitig aber auch dann nur einen Akzent setzen. Da. Und ich muss das jetzt nicht unbedingt realistisch malen. Also ich muss jetzt nicht, ich brauche jetzt nicht jeden Bartstoppel. Also das ist echt eine Frage der Zeit. Also die Zeit, die ihr darauf aufwendet. Und vor allem ist es nicht nur eine Frage der Zeit, sondern es ist eine Frage eures Interesses. Sprich, dass wenn ihr das Interesse habt, das realistisch zu machen oder genau zu machen, dann macht ihr das genau. Wenn euch das aber nicht freut, dann lasst das sein. Es geht nicht darum, Fleißarbeiten zu machen. Ne? Wer ist vor im Tunnel? Ui, shit. Scheiße, es tut mir leid. Entschuldigung, ihr müsst schreien. Verdammt nochmal. Jetzt habt ihr echt was Gutes verpasst, nämlich diese Stelle hier unten. Tut mir leid. Ich war echt wirklich völlig im Flow. Ja, ja. Okay. Ich hab's mitgekriegt, dass ihr nichts seht. Scheiße, es tut mir leid. Also das heißt, ich arbeite mich jetzt dann durch den Bart durch und setze jetzt dann diese unteren Stellen und das Tolle an der Ölfarbe ist tatsächlich die Kontrolle über die Kanten. Seht ihr das? Das heißt, in echt, wenn das jetzt ein richtiger Bart wäre und nicht eine Bronzeskulptur, ist es so, würde ich hergehen und würde das Ganze echt über diese weichen Kanten machen. Ja.
So, jetzt seht ihr schon, das Ganze ist jetzt fluffiger und da sind jetzt die ganzen Töne, die dann rein müssen. Und da ist es jetzt so, da war dieser Ton hier, den habe ich jetzt gebraucht. Das heißt, ich nehme jetzt hier dieses Blau. Ich brauche eben diesen einen Grünton, also so eine Art, ich habe hier so einen Grünton. Und den kriege ich über das Hellblau, das ich leicht, oder das, ja genau, das Hellblau, das ich leicht mit dem Sienna verändert. Das tut mir echt leid, das war jetzt echt saudeppert mit dem Nicht-Umschalten. Naja. Ich habe aber schon umgeschaltet, oder? Ja, genau. Jetzt bin ich schon wieder dabei, ne? Okay. Okay. Da. Na? Und da könnt ihr echt wirklich so damit spielen. Und was ich aber auch mache, ist, dass ich immer wieder, und ihr seht es, ich habe hier diesen Strauß von Blumen, von Pinseln, wo ich immer wieder zwischen den verschiedenen Pinseln hin und her wechsle. Und dadurch, dass das eben nur zwei, also ich schiebe die Farben immer in die eine oder die andere Richtung und dementsprechend habe ich eben dann den Vorteil, dass ich jetzt, seht ihr das, ich habe hier den Kontrast, der war noch nicht gut. Und bevor ich hier diese Linien reinmache, ne, schaue ich erst einmal, dass ich den Fleck richtig hinkriege. Na? Ja, schaut schon cool aus. Also, ich muss mich jetzt mal selber loben. Ja. Aber ich mache das wirklich jetzt hier, dieses Ganze, das mache ich ziemlich summarisch. Also, das heißt, ich mache das nur über die Flecken. Ja, ihr hättet anrufen können, aber das Ding ist, ich habe es auf lautlos gestellt. Da ist nochmal, da ist auch so ein kühles Licht. Ja, da ist auch eins. Und dann brauche ich auch wieder die Glanzlichter. Ja, das heißt, ich habe hier ein kaltes. Da unter der Lippe habe ich ein kaltes. Das ist auch, sind auch noch so. Da unter der Nase. Und hier ist auf jeden Fall ein blaues. Da, unter der Nase, da. Und ihr seht, sobald einfach diese Farbe rein auftaucht, kriegt die natürlich dann diese Leuchtkraft durch die Umgebung. Das heißt, ich spiele einfach auch mit diesen Tönen ein bisschen. Also das heißt, wenn ich jetzt sehe, okay, da oben könnte ich den Farbton eigentlich auch noch brauchen, ne? Da setze ich den noch rein. Weil was ich nämlich jetzt noch machen werde, das ist so, das sehe ich jetzt schon, dass ich tatsächlich eben auch ein bisschen das Orange nochmal richtig kräftig reinmale. Mhm. Ich schaue mal aus. Oh, 1 Stunde, 1,5 Stunden. Oh, ist eigentlich ganz gut. Also, ihr könnt mir natürlich, ich meine, im Endeffekt, ich kann natürlich so lang malen, wie ich möchte, weil ihr schaltet einfach ab, wenn es euch nicht mehr interessiert. Ne? Aber ich möchte trotzdem das noch bis zum gewissen Punkt hinkriegen. Da habe ich nämlich die Farbe ein bisschen weggenommen gehabt. Und da ist es so, dass ich das nochmal ein bisschen, da Nasenflügel. Und auch hier, und ihr seht es, also ich versuche jetzt echt wirklich, vermeidet das hier. Also das könnte ich auch gar nicht, weil ihr dann nichts seht, ne? Aber es ist echt wirklich so eine Sache, dass ihr kriegt es mit der Übung relativ problemlos hin, dass ihr auch eine gewisse Kontrolle über die Pinselstriche habt. Auch wenn ihr meint, das ist jetzt zu irritieren, wenn ihr das so lang haltet. So.
Das Lippeninnere ist etwas zu hell. Warte mal kurz, das Lippeninnere. Ja, also da habe ich zum Beispiel, ihr seht es, ne, da fehlen die Dunkelheiten. Da ist es so. Es ist aber auch so, dass ich im Moment noch irgendwie so mit den anderen Helligkeiten auf Kriegsfuß stehe. Ich muss mal kurz, die muss ich noch machen. Nämlich, da ist es so, dass ich hier nochmal, die habe ich nämlich weggemalt gehabt. Ne? Und die sind noch von Anfang an noch ein bisschen. Aber ihr seht schon, es ist ganz eigenartig, dass mein Bild eigentlich sogar realistischer ausschaut als der. Also es ist nicht wirklich irgendwie so bronzeskulpturmäßig, witzigerweise. Und da ist es so, das ist wie bei Bäumen, das ist irgendwie auch so eine Stelle, wo man halt einfach echt wirklich sich endlos einen abpinseln muss. Erst einmal, um die ganze Struktur hinzukriegen. Da zum Beispiel ist es so, da, da. Und das Coole ist eben, wenn ich jetzt hergehe und. Ja. Hier zum Beispiel. Seht ihr es? Wenn ich jetzt hier die Glanzlichter habe, die sind mir zu arg, ne? Dann kann ich eben auch mit dem Pinsel so drüber fahren und es dann auch so verziehen. Das heißt, ich muss jetzt nicht einen Vermalpinsel da verwenden. Ne? Zum Beispiel, da ist jetzt so, da finde ich jetzt, welchen Pinsel nehme ich? Den da. Ah, das ist zu viel weiß jetzt. Wieder. Wenn die Farbe zu zäh ist, nehme ich mal ein bisschen Malmittel. Das ist so. Na? Und jetzt habe ich im Endeffekt da auch noch eine Dunkelheit. Ich kann immer wieder mit der Farbe, auch mit dem dreckigen Pinsel, also mit dem Pinsel, der jetzt schon auch ein bisschen sich vermischt hat, habe ich die Möglichkeit. So, jetzt brauche ich echt wirklich ordentlich Farbe. Und das ist auch so, man merkt dann zum Beispiel, wenn man zum Beispiel zum Ende des Bildes kommt, dann wird man irgendwie schleißig, weil man dann. Also ich brauche jetzt zum Beispiel Sienna gebrannt. Ich muss jetzt am Schluss noch, hier, das reicht nicht mehr aus. Ich brauche es jetzt noch. Und dementsprechend. Ist es so da? Also es ist tatsächlich so, dass das Ganze eine Geschichte des Feintunings ist. Ihr seht es. Das ist so auch beim Porträt das Undankbare dran ist, dass jeder Pinselstrich auch immer wieder den Ausdruck so verändert. Und jetzt hier. Wir diskutieren jetzt gerade einen Karl aus. Ja, der Qual. Der Qual, wie man in Wien so schön sagen wird. Erst der Qual. Und ihr seht jetzt, das Interessante ist eigentlich die Palette auch. Also das ist so diese verschiedenen vielen Nuancen. Das, was, wenn es wie das organisiert ist, seht ihr natürlich auch, dass. Dass das, wenn ich jetzt nicht gut misch auf der Palette, also wenn ich falsche Farben auf der Palette habe, dann werden diese falschen Farben auch über kurz oder lang auf dem Bild landen. Also das heißt, diese Disziplin ist ziemlich wichtig. Ja. Ja, also das ist wirklich auch so eine Sache, weil die Carina jetzt gerade geschrieben hat, sie ist begeistert, dass das mit zwei Farben plus Weiß funktioniert. Es ist echt deswegen, weil diese beiden Farben einfach Komplementärfarben sind. Ja. Und deswegen, ich werde nochmal diesen, wenn ich den, wie heißt, den, die Farbgeschichte
Geschichte nochmal mache, dann zeige ich euch nochmal dieses Buch von James Gurney. Der, also das kann man eigentlich auch, ich habe es in dem anderen Farbfilm, habe ich es drin, aber dieser James Gurney hat irgendwie Color and Light, heißt das Buch, glaube ich. Und der ist, der spricht da auch über verschiedenste Farbsysteme, eben Palettensysteme. Also das heißt, was man machen kann, ist zum Beispiel, dass man sich eben zum Beispiel, das heißt dann Split Complementary, das heißt, man nimmt den Komplementär, also man nimmt jetzt zum Beispiel Gelb und Violett und nimmt aber dann das Blau-Violett und das Rot-Violett, also nicht das Neutrale. Und das ist zum Beispiel ein Weg, wie man zum Beispiel dann drei Farben wieder kriegt und dann auch gleich eine Farbharmonie erzielt. So. Wenn ihr schon so in rasender Begeisterung für diese Palette seid, dann habt ihr natürlich jetzt, dann kann ich euch das jetzt gleich einmal eröffnen. Ich werde es natürlich am Schluss noch einmal sagen. Ich werde das Ganze dann nämlich nächste Woche, werde ich das Ganze, was wollte ich machen? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe es ganz vergessen. Werde ich das an einem Menschen machen. Ich werde euch zeigen, wie ich das dann mache, wenn ich ein Porträt male. Und ihr werdet sehen, dass man ziemlich weit mit dieser Palette kommen kann. Ah, und da habe ich dann eine Dunkelheit drin. Seht ihr das? Das heißt, ich habe jetzt hier den ganz dunklen Pinsel und mit dem kann ich dann auch immer wieder... reingehen und dann auch auf der Oberfläche mischen. Das würde ich mit Buntfarben auch machen, weil ich dann dadurch die Farben so ineinander schmiere. Also das heißt, ich male dann auch eine Farbe an eine Stelle, die dort eigentlich gar nicht hinkört, aber der Tonwert passt. So. Die warmen Töne, die habe ich jetzt eigentlich alle wieder ein bisschen zurückgenommen gehabt und die setze ich jetzt noch mal rein, abschließen, damit das Ganze dann wieder ein bisschen mehr Wärme bekommt, weil ich jetzt so übermächtig in die kalten Töne gegriffen habe. Da hat es jetzt das aufgenommen. Da auch, hier noch, da. Das. Ja. Und hier zum Beispiel. Sehe ich es auch noch? Ja. Da sind dann auch so ein paar Stellen. Weil das sonst auseinanderfällt, wenn das jetzt nicht auftaucht. Ja. Das ist sowieso so eine Geschichte. Ja, super. Also wenn ihr vermalt, ne, dann versucht es eigentlich auch in einer bestimmten Richtung zu machen. Ihr könnt aus der Form rausfahren. Das ist jetzt gar nicht so das Thema. Ne? Also das ist jetzt immer so... dass ihr da immer in der Form bleiben müsst. Ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Chakalaka, würde ich jetzt mal sagen, ne? Meine Herrschaften. Aber da ist schon wieder Verabschiedungen sozusagen, sind schon wieder unterwegs. Ja, schaut euch das Bild nochmal an. Ihr habt jetzt... Ich sehe natürlich dann einfach, ich meine im Endeffekt, ich kann da jetzt noch endlos machen. Also das heißt, sobald ich einfach auch mal ein bisschen Distanz habe, habe ich wieder die Möglichkeit, das einfach irgendwie besser zu beurteilen. Also das ist so die Geschichte. Aber ich bin jetzt so für das, was ich jetzt auch vorhatte, eigentlich auch klar zu machen, ist so, dass eigentlich dieser letzte Teil in einem Bild, also das heißt, dieses Detail zu machen, das ist eine Sache, dass die meisten Leute eigentlich ganz gut können, ehrlich gesagt. Wenn du lang genug Zeit dafür hast. Schwierig ist, innerhalb einer kurzen Zeit eine Sache auf den Punkt zu bringen und sich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren und wegzulassen. Und das ist eine Sache der Konzentration. Ist irgendwie wie, ein bisschen wie eine Performance irgendwie so, wo man dann eigentlich seine Sinne zusammenhalten muss. Und ich versuche dann auch die Spannung zu halten. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Modellsession habe,
Da ist es dann oft so, dass man Pausen macht und es gibt dann immer diesen Punkt, wo die Pause zu lang wird und wo man dann die Spannung verliert. Das ist immer so eine Geschichte. Und darum ist es auch so, dass es ganz oft so ist, dass man das eigentlich in so einem Schwung malen kann, ne? Ansonsten, denke ich, war das jetzt irgendwie auch ein ganz guter Start für das Malen, für die wasserformbaren Ölfarben. Es ist so, dass ich. Eine Sache, die mir jetzt auffällt, ist eben, dass die Ölfarbe nicht wirklich gut pigmentiert ist. Die sind einfach echt wirklich anders als Künstlerqualitäten, muss man ehrlich sagen. Also die sind da, die verhalten sich da ein bisschen anders. Und ansonsten, ja, danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Also wir hatten echt wirklich ziemlich viele Leute, die heute Abend zugeschaut haben. Ich bin ganz begeistert. Also ich sehe, dass die Gouache-Farbe eher ein Nischenthema war und das Malen mit wasserformbaren Ölfarben oder überhaupt Ölfarben an sich doch ein bisschen populärer ist. Und dementsprechend wird es dann nächste Woche weitergehen, wie schon angekündigt, mit einem Porträt oder auf jeden Fall einer Figur, irgendwas Figürliches, wo ich diese Palette anwende, wo ihr dann seht, dass man ziemlich gut Hautfarbtöne dann auch hinbekommen kann. Das ist auch eine große Stärke dieser Palette. Der nächste Stream wird eben dann am 21.10. sein. Ansonsten bin ich dazwischen nochmal in Vorarlberg. Also wer zuschaut und zufälligerweise beim Kurs im Montafon in Schunst dabei ist, wo ich das erste Mal unterrichten werde, freue ich mich natürlich drauf. Es wird Porträtmalerei sein nächstes Wochenende. Besser gesagt, ich fahre morgen schon los. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Stream, whatever. Also macht's gut. Ciao.